Also es ist ja wie eine Art Palimpsest, dass man halt, wenn man sich nah die Oberfläche anschaut, dass man das Gespür hat, dass da halt schon Vorbilder gab, dass da Bilder waren, die unten drunter sind, die jetzt nicht greifbar sind, aber die natürlich im Ganzen dann das endgültige Bild mitbestimmen, in der Komposition, in der Dichte, in einzelnen Fragmenten, die dann noch vorscheinen. Und bei der Collage ist das Tolle, das sind halt quasi die vorproduzierte Farbstreifen, die trocken sind, und man kann da total schnell intuitiv agieren. Man kann quasi aus dem Bauch heraus Entscheidungen treffen. Es fühlt sich eher an wie ein Tanz und weniger jetzt wie so eine kalkulierte, lineare Abarbeitung. Und außerdem hatte ich immer so das Gefühl, meine Welt hat halt auch so eine gewisse Brüchigkeit. Die Räume sind jetzt nicht, auch wenn ich von stabilen Räumen ausgehe, die mich interessieren. Also es sind ja meistens so Gedenkräume oder Orte oder so etablierte Orte, die erstmal nicht in Frage gestellt werden, so, aber die meiner Meinung nach oder für mich halt in meiner Wahrnehmung dann doch irgendwie was Fragiles hatten, was Brüchiges oder so. Und mit der Collage, mit den Zerreißen, mit den unscharfen Kanten, mit dem holzschnittartigen Formvokabular, was sich daraus halt durch das Material entsteht, war das für mich lange Zeit halt viel interessanter, als jetzt irgendwie so eine heile Welt zu produzieren. Es geht mir darum, wie man nicht nur optisch getäuscht wird, mir geht es darum, wie man allgemein getäuscht wird. Also das Optische ist jetzt quasi mein Metier. Also deswegen benutze ich optische Gesetzmäßigkeiten und stelle die in Frage. Aber ein Bild ist nicht nur einfach nie nur eine formale Spielerei, um jetzt irgendwelche optischen Gesetze durchzuspielen. Wenn man das halt quasi die ganze Zeit in Frage stellt und nicht von hinten nach vorne denkt, sondern quasi das und merkt, dass das alles miteinander extrem verzahnt ist, die Realität, der Raum, die Wirklichkeit, sodass man halt nie, dass der Hintergrund nicht unbedingt der Hintergrund sein muss. Oder dass, sagen wir mal, der Hauptdarsteller nicht unbedingt der Hauptdarsteller sein muss, dass der Nebendarsteller eigentlich eine viel größere Aufgabe, Wirkung haben kann.